14.4 vor dem Schaden klug sein, Aufarbeitung des Stromausfalls in Dresden im September 21. Wege zur Prävention. Einreicher ist die CDU-Fraktion, die auch gleichzeitig einen eigenen Ergänzungsantrag vorgelegt hat. Das, glaube ich, kann man in Personalunion jetzt einbringen, Herr Dr. Brauns. Und dann steigen wir ein, weil wir doch mehrere Redner haben in die Fraktionsrunde, würde die AfD-Fraktion beginnen. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vor knapp 13 Monaten hat uns ein Stromausfall hier in Dresden erreicht, der viel Wirbel gemacht hat, zu einem Zeitpunkt, als es noch keinen militärischen Angriff auf die Ukraine gegeben hat, der aber gezeigt hat, wie verletzlich unsere Infrastruktur und unsere, insbesondere unsere kritische Infrastruktur ist. Und unser Anliegen ist es, und deswegen werben wir hier um Zustimmung, dass wir die Teile, die in unserem Antrag benannt sind an kritischer Infrastruktur, doch mal beleuchtet werden. Wie haben wir reagiert auf den Stromausfall? Was hat sich verbessert und in welcher Art und Weise können wir hier noch Verbesserungen erreichen? Das ist insbesondere auch das Mobilfunknetz. Das hat sich bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, dass ein wesentlicher Pfeiler unserer Kommunikation dort schnell zusammengebrochen ist, weil auch dort die Stromversorgung dann zusammengebrochen ist. Also alles das sind Punkte, die, wenn man so will, anlassbezogen uns, ich wiederhole es nochmal, ins Gedächtnis gerufen haben, wie verletzlich unsere kritische Infrastruktur ist. Und ich glaube, das gehört zu den wesentlichen Aufgaben, um die wir uns als Stadtrat zu kümmern haben, weil das berührt die Lebensbedingungen unserer Bevölkerung elementar. In der Krise muss Verwaltung, muss die Versorgung funktionieren, und da sollten wir uns, und das ist das Ziel unseres Antrages, da sollten wir uns auf den Stand bringen, da sollten wir nachfragen und uns berichten lassen, was ist passiert, was muss noch passieren, das sollten wir einer kritischen Überprüfung annehmen, und deswegen bitten wir da um Zustimmung. Wir haben dann im April diesen Jahres unseren Antrag noch mal ergänzt, weil gerade die Gasversorgung kritisch wird. Und wir alle wissen, das brauche ich nicht wiederholen, das wissen Sie alle, dass das eine Abhängigkeit bedeutet, die uns erpressbar macht. Und da sollten wir das, was wir in unserer Stadt tun können, auch thematisieren. Und dem dient unser Ergänzungsantrag, den wir gestellt haben und deswegen auch unseren Antrag mal zurückgezogen haben, damit Sie in der Lage sind, sich da mit zu beschäftigen. Ich denke, es ist ein vernünftiger Antrag. Wir sollten das auch bei Zeiten uns berichten lassen, überprüfen und dann gegebenenfalls Schlussfolgerungen ziehen. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu dem federführenden Ausschussbericht, der eine knappe Mehrheit gefunden hat. Mir nicht ganz verständlich, warum es so knapp ist. Ich weiß nicht, was da ideologisch jetzt ablehnenswert wäre an unserem Antrag. Ich glaube, es ist wichtig, kann ich nur noch mal wiederholen und bitte um Zustimmung. Es berührt wirklich die existenziellen Aufgaben, die wir als Stadtrat für unsere Bevölkerung zu leisten haben, wo wir wachsam sein sollten. Vielen Dank. Soweit vielen Dank für die Einbringung. Wir kommen jetzt und steigen ein in die Fraktionsrunde. Frau Dr. Schöps, AfD, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Dr. Brauns, ich sage jetzt gerne, warum wir den Antrag ablehnenswert halten. Das ist nämlich ganz einfach. Also Sie haben ja am 13. Oktober 2021 den Antrag eingebracht. Damals sollte der Stromausfall, der im September 2021 war, untersucht werden. Und der Antrag, der war damals vielleicht interessant, möglicherweise auch richtig, man hätte darüber ernsthaft diskutieren können, aber aus heutiger Sicht haben wir gerade im Bereich Energie und Strom andere Probleme und das Thema hat sich einfach aus unserer Sicht erledigt. Damals ist ja auch eine intensive Untersuchung durchgeführt worden,
Die Feuerwehr hat sich darum gekümmert, andere Kräfte. Auch die Staatsanwaltschaft hat damals ermittelt und hat dann im Laufe von Herbst und Winter haben die dann die Untersuchung abgeschlossen und halt die Gründe auch offengelegt. Wir wissen ja alle, das war der Ballon und der Energieversorger hat ja auch Konsequenzen gezogen. Die haben ja geprüft, was sie dort machen können, ob sich eine Überdachung der Anlage lohnt und so weiter. Das ist ja alles umfassend erörtert worden. Sie fordern in Ihrem Antrag weiter, dass der Oberbürgermeister Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur im Dresdner Stromnetz benennen und natürlich auch das Preisschild dran kleben soll. Ist absolut unkonkret, wie Sie das aufgeschrieben haben, was Sie da fordern. Also ich kann mir da wenig draus nehmen, das ist so pauschal. Ne? Und lassen Sie sich sagen, ein Energieversorger ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und ein Wirtschaftsunternehmen, das muss ja eine Abwägung vornehmen aus seinen Kosten, hier insbesondere Investitionskosten und dem, was es am Ende dann seinem Kunden, und das sind die Stromkunden in Dresden, dann auf die Rechnung nach Hause schicken kann. Und da haben wir natürlich ein Problem mit den Rechnungen der Zeit, das kann man nicht leugnen. Wir wissen auch, und es gab ja für die Aufsichtsräte in Energieunternehmen eine umfangreiche Schulung über die Energiemarktregulierung, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Regulierung und auch die staatlichen Eingriffe im Energiemarkt, auch die ganze Sache im Zusammenhang mit der Energiewende, sehr, sehr weitreichend sind und ist auch kein neues Problem. Und wir wissen ja, dass Deutschland zumindest in einem Bereich ja schon 2021, also schon lange vor der Russland-Invasion in der Ukraine, in einer Sache wirklich führend war, und zwar waren das weltweit führend in den Strompreisen. Ne? Also wir hatten jetzt ziemlich die teuersten Strompreise schon seit einer ganzen Weile. Und das sind halt so Probleme, die dann auch ein Energieversorger in seiner Preisgestaltung, in seiner Investitionsplanung berücksichtigen muss. Und im Grunde, wenn man heute sich die Lage anguckt, muss man sich fragen, was bringt denn das eigentlich, wenn wir jetzt die Netze in Dresden besonders ertüchtigen, ausbauen, wenn wir am Ende gar nicht genug Strom haben, den wir da überhaupt durchleiten können. Ne? Also Sie wissen ja, mit der erneuerbaren Energie ist das so, bei Windstille und im Winter, wenn es ganz kalt ist und dunkel, dann ist das manchmal ein echtes Problem, ne? Sogenannte Dunkelflaute. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ich weiß, das sehen Sie anders, Sie träumen da immer noch von Ihrem Wolkenkuckucksheim, aber wir sehen ja, wohin das geführt hat. Wir müssen als Landeshauptstadt Dresden natürlich dazu beitragen, dass unsere Bürger, jetzt rede ich hier, ihren Strom zu einem Preis nutzen können, den sie dauerhaft und natürlich auch in ausreichender Menge bezahlen können. Genauso gilt es auch für die Unternehmen. Wir sind ja eine moderne Informationsindustriegesellschaft, zumindest haben wir den Anspruch, das zu sein. Und da müssen wir das einfach gewährleisten, sonst können wir zusperren hier in Deutschland. Ne? Sie wollen das vielleicht gerne möglich, aber wir wollen das halt nicht. Wenn ich den Punkt 3 des Antrags mir anschaue, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Da geht es ja um das Thema Blackout und Herausforderungen, kritische Infrastruktur, Versorgung der Bevölkerung und so weiter. Noch vor einigen Monaten, das ist gar nicht mal so lange her, da war das so alles vom Mainstream immer so als Verschwörungstheorie abgetan worden. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Also, und jetzt ist es plötzlich ein wichtiges Thema, ist sehr lobenswert, aber das Problem wurde schon erkannt, kann ich Ihnen versprechen. Im April 2021 haben Sie dann wieder an Ihrem Antrag gearbeitet und versucht, ihm ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Und zwar wollen Sie seitdem jetzt die Überarbeitung des Energie- und Klimaschutzkonzepts. Ziel soll es sein, in Zusammenwirken mit den Energieversorgern das Erdgas bei der Fernwärmeerzeugung zu ersetzen. Vielleicht wissen Sie ja, sollte sich rumgesprochen haben, unser Kraftwerk hier in Dresden kann statt Erdgas auch Öl verbrennen, wenn es ganz schlimm wird, aber kein Gas mehr haben. Und andererseits ist natürlich die Energieversorgung im Bereich Gas eine national, also deutschlandweiter und europäische Herausforderung. Das ist, man kann sagen, ganz große Geopolitik. Freund und Feind, Krieg und Frieden. Also was in Russland passiert, was mit der NATO passiert, was international passiert. Wir als kleines Dresden mit unseren 500.000 plus Einwohnern spielen da einfach in einer ganz anderen Liga. Was spielen Sie in dieser Liga? Ne? Dresden hat da einfach keinen Einfluss. Wir können für uns vor Ort sehen, dass wir Fortschritte machen, um die bedarfsgerechte Versorgung mit preiswerter Energie zu ermöglichen. Aber in dieser Liga, wo Sie hier mit Ihrem Gas spielen wollen, da spielt vielleicht die Frau van der Leyen, vielleicht der Herr Scholz, aber nicht der Herr Hilbert. Also insofern kann man hier unterm Strich wirklich nur sagen, der Antrag ist einfach überflüssig und deshalb werden wir hier nicht zustimmen können. Vielen Dank. So, als nächstes Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht. Sehe ich nicht. Freie Wähler, Herr Genschmer, verzichtet. SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP? Auch nicht. Dann habe ich als nächstes Dissidenten, Herr Aschenbach.
Keine Angst, geht schnell. Hallo CDU. Vor dem Schaden klug sein. Aufarbeitung des Stromausfalls in Dresden im September 21 und Wege zur Prävention. So der verwirrende Titel dieses Antrags. Völlig ignorierend, dass der jüngst von euch geschasste CDU-Ordnungsmeister Sittel bereits emsig Notfallpläne schmiedete, frage ich, wann? Vor dem Schaden wollt ihr klug sein und als Schaden benennt ihr den Stromausfall im September 21. Ich will euch nicht unterstellen, auch hinterher nicht besonders klug zu sein, aber ist es nicht ein bisschen spät, um vor dem Stromausfall im September 21 klug zu sein? Oder meint ihr, dass ihr auch ganz unabhängig vom Stromausfall klug gewesen seid? Es gibt wirklich keine Grundlage, warum der Stadtrat dieser ungeheuerlichen Behauptung zustimmen sollte. So, dann haben wir als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Zuhörerinnen, liebe Kolleginnen, da habe ich jetzt die Gelegenheit, noch mal ein, zwei Worte dazu zu sagen und unser Abstimmungsverhalten dann zu begründen. Als erstes, Frau Dr. Schöps, wir reden natürlich hier nicht von einem Blackout und auch die CDU macht das zutreffenderweise nicht, weil ein Blackout ist ein großflächiger, überregionaler und unkontrollierter Ausfall der Energieversorgung und die hatten wir nicht und die ist auch in Zukunft höchst unwahrscheinlich. Was wir hier hatten, war ein Stromausfall regional begrenzt. Was wir vielleicht im Winter bekommen, sind geregelte Lastabschaltungen, halte ich aber auch selbst für sehr unwahrscheinlich. Im Durchschnitt haben wir in Deutschland in den letzten Jahren 12 Minuten Stromausfall in durchschnittlichen Kommunen. So, zu unserem Abstimmungsverhalten. Wir werden den Punkt 1 ablehnen, weil wir denken, das hat sich ausreichend erledigt. Es gab Anhörungen und so weiter. Es wurde in der Presse berichtet, manches davon ist intern und so weiter. Die Punkte 2 und 3 werden wir zustimmen, auch wenn wir wissen, dass die eigentlich nicht weitgehend sind und arg kurz gefasst sind für dieses große, für die große Bedeutung, was es heißt, kritische Infrastruktur für 72 Stunden, so wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt, aufrechtzuerhalten. Und kritische Infrastruktur steht da als so ein Begriff. Kritische Infrastruktur meint die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom, Kommunikationssystem, Treibstoffversorgung für den Transport und Verkehr, die sicheren Betrieb von Krankenhäusern und auch der Pflege, natürlich von Schulen und Kitas, der Abfallentsorgung, oft vergessen, den sicheren Betrieb der Verwaltung selbst und auch das ist kritische Infrastruktur von Medien und Kultur. Und das bedeutet natürlich auch, und das wird in Zukunft immer wichtiger, dass wir uns dezentral versorgen müssen, natürlich mit erneuerbaren Energien und ein intelligentes Lastmanagement brauchen. Das ist eine Mammutaufgabe und die kann man zu Recht nicht in so einem schnell nach diesem Stromausfall geschriebenen Antrag leisten, aber wir denken, das ist ein erster Schritt, um sich hier einen Überblick zu verschaffen. So, bloß kurz mal, damit die Menschen wissen, was Dresden schon macht. Herr Aschenbach hat es kurz gesagt, es gibt die Planung für eine Netzersatzanlage am Großtanklager auf der Bremer Straße, um die Treibstoffversorgung sicherzustellen. Es gibt Planung für ein Notfallvorsorgekonzept für die Wasserversorgung. Das ist eine Pflichtaufgabe im Vollzug des Wassersicherstellungsgesetzes. Dresden ist da nicht unbedingt die schnellste Kommune im Moment dabei, muss man leider sagen. Was Dresden noch tun muss, ist interkommunal zusammenzuarbeiten, auch im Risikomanagement, Ergebnisse aus diesbezüglichen Forschungsprojekten zu nutzen. Da gibt es umfangreiche Forschungen bundesweit. Und ganz wichtig, Energiesicherheit als Querschnitts- und Führungsaufgabe zu begreifen. Das bedeutet, die Geschäftsbereiche müssen vernetzt werden und es braucht eine Kooperation mit der Wirtschaft. Führungsaufgabe meine ich ganz bewusst auch des Oberbürgermeisters. Noch kurz zum Ergänzungsantrag. Der hat natürlich nicht mehr so viel mit dem Ursprungsantrag zu tun. Ich finde es auch schade, dass Sie dort nicht von klimaneutraler Substituierung, weil um die muss es natürlich gehen, sprechen. Und was da drin steht, haben wir eigentlich schon beschlossen, nämlich mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes und mit unserem Beschluss oder dann der änderten Vorlage 1005 aus 21 zur Umsetzung einer Entwicklung und Umsetzung einer Dekarbonisierungsstrategie für die städtischen Energieversorger. Wie gesagt, das sind Führungsaufgaben und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass diese Aufgabe der OB endlich
der Bedeutung und Aufgabe entsprechend wahrnimmt und wir mit der CDU in Zukunft in Fragen der Energiesicherheit, und darauf werden ja wahrscheinlich noch einige auf uns zukommen, konstruktiv zusammenarbeiten können. Danke. Mit diesem wichtigen Appell ist die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann würde ich erst, Herr Dr. Braun, wenn Sie einverstanden sind, Herrn Nitsche dran nehmen, und Sie würden dann das Schlusswort übernehmen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann es kurz machen. Wir beantragen, dass Punkt 3 extra abgestimmt wird. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will es auch gar nicht lang machen, aber ich muss sagen, nach Ihrer Rede, Frau Schöps, bin ich froh, dass die AfD da nicht zustimmt. So ein Unfug, den Sie da erzählt haben, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, und deswegen vielen Dank, dass Sie da nicht zustimmen. Sie zeigen die Unverantwortlichkeit, mit der Sie hier Politik machen. Herzlichen Glückwunsch, der Wähler wird das, glaube ich, hoffentlich zu schätzen wissen. Also, meine Damen und Herren, ich werbe noch mal dafür, dass Sie dem insgesamt zustimmen. Und der Antrag hat, wenn Sie ihn genau lesen, eine deutlich tiefergehende Ebene. Denn eines der wesentlichen Punkte sind auch bei diesen ganzen Szenarien, die dort aufgeschrieben sind, wie habe ich die und wie organisiere ich die Führungsstrukturen, funktioniert das? Alles das gehört damit dazu, und da wissen wir im Moment herzlich wenig. Und das ist etwas, was das Brand- und Katastrophenschutzamt leisten muss. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, da auch Bescheid zu wissen und hier die Grundlagen nicht zuletzt für uns selbst und unsere Beurteilungsfähigkeit zu stellen. Dem dient dieser Antrag, und deswegen werbe ich noch mal, ihm insgesamt zuzustimmen. Und das betrifft nämlich auch die Versorgung mit elektrischem Strom. Und deswegen ist aus unserer Auffassung die Ziffer 1 auch keinesfalls erledigt. Vielen Dank. So, damit ist das Schlusswort gesprochen, und wir kommen zur Abstimmung. Da ist zunächst ein Ergänzungsantrag im Punkt 4 abzustimmen, und dann würden wir ergänzt oder nicht ergänzt die einzelnen Punkte punktweise zur finalen Abstimmung bringen. Und dann sind wir durch diesen Punkt und auch durch diese Sitzung, zumindest für heute. Also, wer dem Ergänzungsantrag CDU einen Punkt 4 zu ergänzen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Achtzehn Ja, 33 Nein, 14 Enthaltung. Damit wäre der Ergänzungsantrag abgelehnt. Und jetzt kommen wir zur punktweisen Abstimmung des federführenden Ausschussberichtes. Wer dem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Nein, müssen wir zählen. Das müssen wir zählen. Stimmenthaltung. Ja. Ach so. Und dann, hier war ein bisschen die Addition der Zeilen durcheinander gerutscht. Also 12 Ja, 34 Nein, 7 Enthaltung, wäre
Abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem Punkt 2 folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja. 27 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen, damit auch abgelehnt. Und wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Einunddreißig Ja-Stimmen, 25 Nein, 9 Enthaltungen. Da soweit wäre der Punkt 3 beschlossen. Damit ist der Punkt 14.4 beendet. Mit Blick auf die Uhr ist es nach 22 Uhr. Damit darf ich an dieser Stelle die heutige Sitzung schließen. Und wir setzen morgen um 15 Uhr an gleicher Stelle fort. Schönen Abend.